Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der letzten Folge von unserem Mystery Crochet Along. Ihr habt letzte Woche schon mitgekriegt, dass ich das Ganze notgedrungen jetzt doch beende. Ja, was heißt notgedrungen? Es kommt ja eh nichts Neues mehr dazu. Die Decke ist soweit fertig, meine ist groß genug, ich habe keine Zeit und so wirklich, sind wir mal ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr. Ich möchte das Projekt gerne beenden und möchte mich auf andere Projekte konzentrieren. So, jetzt haben wir das Ding, dass wir ja hier Spiralrunden jetzt seit kurzem gehäkelt haben und das Ganze möchte ja auch beendet werden. Wie machen wir das? Das ist ganz einfach. Also erstmal, ich beende das irgendwo mittendrin. Das ist mir völlig egal. Da, wo das Garn geendet hat, da habe ich es, werde ich es auch beenden. Ja, ganz einfach, das fällt hinterher eh niemanden auf, ob ihr das an Rundenanfang geendet habt oder am Runden. Mitte oder wie auch immer. Das ist natürlich ihr persönlich als Macher, ihr wisst es, das ist ganz klar, aber alle anderen wissen es nicht. Und mich persönlich stört es nicht. Wen es jetzt total stört, der muss eben noch bis zum Rundenende häkeln. Oder hat dann ewig viel Wolle übrig. Der Vorteil hieran ist natürlich, dass du häkeln kannst, bis du keine Wolle mehr übrig hast. Und wenn du jetzt dich aber an den runden Anfang und Ende hältst, kann es dir durchaus passieren, dass da ein Haufen Garn übrig bleibt. Ja, bin ich nicht so ein Freund von, obwohl ich mit ganz viel Resten natürlich immer arbeite. Ne? Ich liebe Reste und ich kann damit ganz viel machen, aber viele von meinen Zuschauern, da ist das nicht so der Fall. Ne? Und deswegen arbeiten wir ohne Reste. So, wir sind hier angekommen und wir arbeiten im Muster weiter natürlich. Also vorderes und hinteres. Ne? Andersrum. Hier, das ist das hintere, das ist das vordere, hintere, vordere, hintere, vordere. Und so arbeiten wir weiter. Wir nehmen unseren Faden und stechen ganz normal ein, so wie wir das immer machen. Nur, dass wir diesmal kein Stäbchen machen, sondern ein halbes Stäbchen. Nummer 1. Ganz normal. Und halbes Stäbchen. Nummer 2. Und noch ein halbes Stäbchen. Und das ist die Nummer 3. Und wir machen noch ein viertes. Halbes Stäbchen. Jetzt brauchen wir diesen Umschlag nicht mehr. Jetzt arbeiten wir feste Maschen, auch 4 Stück. 1 im Muster weiter, immer im Muster weiterarbeiten. 2, 3 und 4. Und so sind wir jetzt hier die Treppe runtergegangen, ne? Und jetzt kommt die Kettenmasche. Die arbeiten wir auch im Muster weiter. Faden holen und durchziehen. Nummer 1. Hoch. Faden holen und durchziehen. Das sind Kettenmaschen. Das kennt ihr aber. Ah. Nochmal. Da hinten lang. Faden holen und durchziehen. Vorne geht natürlich ein bisschen einfacher, ja. Faden holen und durchziehen. So, davon auch 4 Stück. Und dann kann das Ganze abgeschnitten werden. Vernäht werden. Und gewaschen werden. Und hingehängt werden. Was macht man noch damit? So. Und dann präsentiert werden. Genau.
unsere zweite Mystery-Crochet-Langdecke. Jetzt denken bestimmt einige, hä, wieso zweite? Ich habe ja 2022 schon eine gemacht mit euch. Die findet ihr auch auf meinem Kanal. Und Leute, die Videos bleiben online. Ich weiß, das fragen immer ganz viele. Und das Infovideo ist alles mit verlinkt in den Video, in der Playlist, das wollte ich sagen. Ihr müsst da nicht 30 Mal fragen. Die Videos bleiben online. Auch die ganzen anderen Crochet-Longs sind online. Und ihr könnt jederzeit anfangen damit. Ihr könnt aber auch jederzeit aufhören, an eurer Decke zu arbeiten. Ihr müsst sie nicht so lang machen wie ich. Und ja. Seid da kreativ. Lebt euch aus. So, jetzt muss ich hier noch die ganzen Fäden abschneiden von meinen Adventskalendern, ne? Das habe ich ja hier bloß so zusammengeknotet, das schneide ich einfach ab. Und fertig ist die Geschichte. Was wollte ich noch erzählen? Thema Wolle. Das habe ich jetzt auch ganz oft nochmal. Leute, schaut euch das Infovideo an. Nicht das erste Karl-Video, sondern das Infovideo. Da ist die ganze Wolle verlinkt und ich habe schon mit Absicht nicht immer mehr dazu was gesagt, weil dazu gibt es das Infovideo, weil das geht ja auch den anderen Leuten ein bisschen auf den Keks, wenn dann ständig gesagt wird, das ist die und die Wolle, ne? Und wenn du das jede Woche hörst, dann nervt es halt irgendwann. Nächstes Jahr wird es ein bisschen einfacher. Nächstes Jahr wird es Wolle von mir geben und dann gibt es da nicht so lange Gequatsche. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Infovideo mache oder ob ich einfach euch das im Podcast erzähle und dann einfach beginne. Und wenn man erzählt ja tatsächlich auch immer 30 Mal dasselbe, ne? Also, ihr könnt euch auch gerne die Kommentare durchlesen von den ersten Videos. 100 Pro sind viele Kommentare dabei, wo man schon diese Fragen speziell beantwortet hat. So, jetzt schlagen bestimmt wieder einige die Hände über den Kopf, die mir hier zuschauen. Oh mein Gott, das waren aber, naja gut, 24 Knöllchen, ne? Die müssen dann auch erstmal. Oh, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen. Entschuldigung. Einmal seekrank, bitte. Oh, ich mache drei Kreuze, wenn ich jetzt diese Decke in die Waschmaschine schmeißen kann. Und ich wasche die ganz normal. Und so wie ich alle anderen auch wasche, alle anderen Klamotten. Achtung, ich hänge an der Schere. Oder die Schere hängt an mir, man weiß es nicht. Gut, was ich jetzt aber euch auch noch mal sagen wollte zwischendurch ist, denkt an die E-Mail, schickt mir ruhig Fotos, weil nächste Woche kommt ja das Video online mit euren ganzen Bildern. Und ich werde nicht Bilder von Instagram oder von Facebook oder was auch immer verlinken. Quatsch, posten. Ich werde nur Bilder posten, die ihr mir per E-Mail schickt. Wenn ihr mir da keine schickt, dann gibt es auch kein Video mehr. Ist dann auch so. Kein Problem. Wenn mir nur drei Leute Bilder schicken, dann gibt es ein Video mit drei Leuten. Ist auch kein Problem. Ich komme ständig gegen die Kamera, es tut mir leid. Ja, genau. So, zack. So, lassen wir es jetzt so. Ja. Also, meine Fädchen hält sich eigentlich in Grenzen. Guck mal da.
Das sind meine Fädchen. So, das war jetzt kein Video mit Entspannungsmusik, sondern mit Wackel-Einlage. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu besoffen. Ich meckere ja immer, wenn die Kamera wackelt bei anderen. Und habe heute hier aber auch was sehr Konstruktives hier gebastelt. Also. Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass die Decke jetzt fertig ist. Ich habe als Fazit nochmal für mich 2x 1200 Meter drin von Märchengarne. Einmal 1000 Meter von Häkeln mit Niki. Und ich habe einmal zwei Runden Hobby mit drin. Also, Pi mal Daumen sind das denn 3500 Meter, so circa, würde ich jetzt sagen. Für eine Runde habe ich schon 100 Meter gebraucht jetzt so. Und ja, so ungefähr könnte man sich das jetzt vorstellen. Wäre nichts dazwischen gekommen, hätte ich jetzt die Hobbygeknäuel bestimmt auch nochmal alle gemacht. Aber ich will jetzt dieses Projekt beendet haben. Ich will jetzt mein Gewissen beruhigt haben. Das Projekt ist beendet. Ihr habt eine wunderschöne Decke. Sie hat eine wunderschöne Größe. Wem die Decke von der Größe her nicht ausreicht, der kann immer noch die Muster wiederholen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die kann man jederzeit wiederholen. Genau. Ja, jo. Aber ich denke mal, dass die meisten auch so generell vielleicht in 3-4 Reihen sowieso auch fertig sein sollten, weil sie ist wirklich riesig geworden. Gut, ihr Lieben. Dann, ihr wisst Bescheid, E-Mail-Adresse ist verlinkt unten in den Kommentaren. Und wir sehen uns nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.